Geht nicht, es wäre wieder Sicherheit. Dementsprechend kann es sein, dass ihr von A nach B und von B gleich wieder nach A geschickt werdet. Also nicht wundern und nicht böse sein, das hat dann schon seinen Grund. Ansonsten sind die Schlachten, die wir aufs Lager führen, ganz normal geführt, ohne normalerweise großartige Schlachtenkoordination. Erst dann, wenn die Lager sich zusammenrotten, wenn wir gerade auf einem Lager draufstehen und die sich zusammenrotten, übernimmt die Schlachtenkoordination, dass wirklich euch nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Ja? Wir sind alle im realen Leben irgendetwas anders und haben keine Platte an. Und dementsprechend wollen wir auch euch wohlbehalten dann wieder von diesem Gelände haben und nicht gerade mit Blaulicht. Gut, jetzt nur kurz, bevor der André übernimmt. Wenn hier neue, also Neulinge dabei sind, die weiblich sind, die bitte am Ende von dieser Ansprache jetzt zu mir ans SL-Zelt hin. Ich habe mit denen noch ein bisschen zu reden. Die meisten mit mir, es ist ein wichtiges Thema, wo man nicht drüber lacht. Deswegen, es ist missverständlich ausgedrückt gewesen, ich rede nur mit denen. Nein, es ist wichtig, bitte kommt. Die es schon einmal, zweimal gehört haben, die brauchen nie mehr zu kommen. Ich hoffe, die haben sich's gemerkt. Und wenn das nicht gemerkt hat, dass ich letztes Jahr oder die letztes Jahr da waren, dann sollen sie auch nochmal dazukommen, wenn sie mich reden hören wollen. Gut. Habt wahnsinnig viel Spaß. Bringt da unten die Spieler zum Kochen. Okay. Löscht sie ab und lasst sie liegen. Ja? Ich bin da unten. Welche haben wir jetzt leider noch abzudecken, bevor wir euch an eure Spielleiter übergeben? Ihr habt gesehen, es steht noch ein viertes blaues Shirt auf diesem Platz. Deshalb habe ich jetzt die Ehre, euch den Jörg vorzustellen. Die meisten kennen ihn schon. Der Jörg betreut den Plotbereich. Hallo NSCs! Hallo Jörg! Die meisten kennen mich ja schon und die es schon mal gehört haben, wissen, mich schickt der Plot. Denn wir haben gelernt aus Jahren der Erfahrung, es ist gut, wenn ihr wisst, worum es geht. Deswegen bin ich hier. Das Setting 2011. Wir nähern uns mit großen Schritten dem letzten Siegel. Nein, das taucht dieses Jahr noch nicht auf. Die Spieler müssen erstmal den Weg dahin finden. Würde mir helfen. Kommen wir gleich noch dazu. Das müssen sie dieses Jahr rausfinden. Ziel und Zweck dazu ist eine Stätte, die nennt sich der Goldene Wagen. Wenn sie den meistern, finden sie auch das letzte Siegel. Und jetzt ratet mal, wer dafür sorgt, dass sie dafür ordentlich bluten müssen. Der Plot. Genau. Das Familie. Ja, gegen die Kinder haben sie keine Chance. Aber das wäre uns noch zu einfach gewesen für euch. Wir haben noch etwas weiteres eingebaut. Neben dem goldenen Wagen gibt es noch andere Plot-Locations. Wir haben insgesamt 7 und an 4. Diese sind Feuer, Wasser, Luft und Erde. Gibt es daneben noch eine zweite Location. Und zwar schwarzes Eis, Untod, Pestilenz und Leere. Nicht nur, dass die Spieler dort Plots finden, die eben mit diesen 4 Verfehlten zu tun haben. Nein, da können sie auch euch finden. Denn das Ziel der Verfehlten dieses Jahr ist, nicht nur den Spielern ordentlich in den Hintern zu treten, sondern auch noch sich selbst zu stärken, indem sie Plots an diesen 4 Locations lösen. Haltet euch ran, Näheres könnt ihr mit euren SLs besprechen und mit euren Koordinatoren. Die Lage kennt ihr jetzt. Ich hoffe, ihr habt Spaß und verprügelt ein paar für mich mit. Okay. Boah, jetzt hab ich die Aufgabe leider Gottes noch, das
mit euch kurz zu besprechen, was ihr auf jeder Veranstaltung hört. Thema Sicherheit, Abreise, das, was wichtig ist, was euch dazu macht. Letztendlich, letztes Jahr war es sehr gut, dass ihr die NSCs seid, die genauso die Wiese hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben, dass man stolz auf euch sein kann. Und deshalb noch ein paar wichtige Punkte für diejenigen, die das erste Mal da sind. Wie gesagt, wir sind 24 Stunden für euch da. Wir helfen euch auch gerne. Solltet ihr irgendetwas verlieren, haben wir unseren ersten Fundsachen im SL-Zelt. Da könnt ihr dann vorbeikommen und suchen. Sollte das irgendwo auf der Veranstaltung verloren gegangen sein, wird es im HQ-Bereich einen zentralen Fundus wie immer geben. Alles, was gefunden wird. Das HQ, wer es nicht kennt, knickt einfach rechts ab. Das große Gebäude hinter dem SL-Dorf. Dort kann man euch dann auch weiterhelfen. Thema Feuer. Es ist jetzt nicht extremst warm. Wir haben keine sehr hohe Feuerstufe zurzeit. Dennoch bitte, was offene Feuer angeht, nicht einfach auf der Wiese kokeln, sondern in Flammschalen und Co. Ihr kennt das Spielchen. Wir haben Feuerlöscher im SL-Zelt, die sind zwei Stück, wenn es wirklich brennt, zweimal 20 Liter oder 10 Liter, was da auch immer drin ist, ist so gut wie nichts. Deshalb seid bitte vorsichtig, wir wollen nicht die Feuerwehr hier haben. Hatten wir schon alles, abgebrannte Zelte, schwere Verletzungen, Hubschrauber, gab es alles schon auf dem Conquest, möchten wir nicht wieder haben. Ja, bitte seid, was das angeht, nehmt das Thema Sicherheit ernst, genauso wie in der Schlacht, im Kampf, natürlich auch auf dem Zeltplatz. Kippen, es mag Leute geben, die rauchen gerne. So what? Bitte. Aber schmeißt die Reste, die Filter bitte nicht einfach auf die Wiese. Das hier sind Weiden, wo Tiere auch ein wenig das Ganze ja drüber draufstehen. Bitte schmeißt sie anschließend dann auch in die Abfalleimer. Sonst müssen wir kollektiv hier einmal über die Wiesen gehen und alles nochmal aufpicken, bevor wir euch vom Platz lassen. Das ist natürlich nicht schön, macht keinen Spaß. Wollen wir nicht. Notfälle? Notfälle? Wie immer, sucht euch irgendeine SL, irgendeine Spielleitung, irgendjemand mit einem Funkgerät in diesem Falle, wenn es schlimm ist, natürlich jederzeit auch die olivfarbenen Shirts. Wir helfen euch sofort weiter und werden dafür sorgen, dass ganz schnell Hilfe hier hinkommt. Hört dann in dem Falle bitte auf die Kollegen, die werden zum Beispiel sagen, kannst du bitte da hinten hingehen, wir sind gerade allein, da kommt gleich ein Rettungswagen, lotst den bitte in meine Richtung. Macht euch auf euch aufmerksam, gerade in der Schlacht ist es immer wieder so, die SL ist irgendwo beim Verletzten, es muss immer wieder einer mal bitte ein Schild hochhalten oder ein Schwert ein bisschen wedeln, dann sieht man euch sofort, aber das wird ja nicht passieren, da wir alle vorsichtig kämpfen. Rettungswege, die einen oder anderen hatten schon meistens dann auch mit mir zu tun, weil ich sagte, das Zelt ist schön, gefällt mir gut, aber bitte baut es woanders hin. Das gibt Frust. Haltet also die Rettungswege auch während der Veranstaltung frei. Stellt dort nicht eure Bierzeltgarnituren auf. Die Rettungswege sind entweder durch Kreide auf dem Boden markiert oder durch Flatterband. Ich denke, da müssen wir nicht weiter drüber eingehen. Sanitär. Ihr findet zurzeit noch Klopapier vor, grundsätzlich, das habt ihr in den Anmeldebögen gesehen. Nehmt bitte Klopapier mit, wenn natürlich welches da ist, freut euch. Solltet ihr Probleme mit den Sanitärcontainern haben, weil irgendwas nicht funktioniert, da stehen Nummern drauf, merkt euch die vielleicht ganz kurz, kommt zu uns. Auch dort werden wir dafür sorgen, dass da das Problem so schnell es geht behoben wird. Trinkwasser, wir warten noch auf die Freigabe des Gesundheitsamtes, die Proben sind genommen, soweit ist das Wasser unbedenklich, jedoch wir warten noch auf die Freigabe, werden euch dann natürlich auf Rückfrage gerne noch Informationen geben. Spülmöglichkeiten, ihr habt einmal die Waschmöglichkeiten, um euch selber ein wenig neben den Duschen zu erfrischen, wenn ihr links von den Sanitärcontainern lang geht. Sind weiße Spülpannen, bitte nutzt die, um euer Geschirr zu spülen. Verbote, wer neu auf dem Gelände ist, es gibt hier Big Bären-Plantagen, das sind Blaubeeren. Davon lebt hier die Gemeinde, wenn die Heuschrecken drüber fallen würden, insofern Spieler oder NSCs, ich glaube, die greifen zu Gewehren. Also seid vorsichtig, plündert nicht die Plantagen, sondern kauft euch, wenn ihr Big Bären wollt, die am Markt. Thema Drogen. Wir haben eine Live-Rollenspielveranstaltung. Wir haben kein Problem damit, wenn ihr
in Maßen Alkohol trinkt. Solltet ihr trinken, bitte haltet euch aus Schlachten fern. Wir wollen keine betrunkenen NSCs in den Kampf rein haben. Gleiches gilt selbstverständlich für Drogen oder Ähnliches. Wenn wir sowas sehen, werden wir natürlich dann noch mit euch sprechen. Thema In-Time-Vergewaltigungen, also ausgespielte Vergewaltigungen bzw. sexuelle Belästigung. Müssen wir auch gar nicht lange drüber reden. Wollen wir nicht, gibt's nicht, lasst es sein. So, was haben wir sonst noch? Die Abreise, wie in den letzten Jahren, bitte packt eure Sachen, verabschiedet euch von euren Freunden. Anschließend kommt zu uns, dann gibt es einen Stempel, nachdem wir gesehen haben, wie ihr den Platz hinterlasst. Wenn der in Ordnung ist, gibt es diesen. Dann holt das Fahrzeug, ladet ein, fahrt bitte nach Hause, fühlt euch wohl und freut, dass ihr hoffentlich eine schöne Veranstaltung hattet. Aber bitte in diesen Ablauf einpacken, verabschieden, Zeltplatzabnahme und dann geht's auf. Jo, dann wollt ihr sicherlich wissen, wie es losgeht. Der Plot wurde ja schon grob erzählt. Auch heute haben wir schon kleine Geschichten vor. Wir brauchen heute ein wenig untotes Fleisch für Zombie-Aktionen. Wer dazu Lust hat, kriegt sich bitte ein. Wir werden ein wenig schwarzes Eis brauchen. Nicht für Zombie-Aktionen. Da werden eure Spielleitung gleich noch auf euch zugehen, was da geschieht. Morgen früh haben wir eine große gesammelte Aktion. Eine Mehrfachschlacht vor, die zeitgleich laufen soll. Da werden wir euch alle brauchen. Dazu ist der Abmarsch hier auf der Wiese um 8.30 Uhr geplant. Wir wissen, es war im Gespräch, früher abzureisen. Wir wollen aber auch, dass wir ein paar Gegner habt und nicht frustriert wieder abziehen müsst. Daher 8.30 Uhr und dann warten wir auch nicht. Wir werden um 8.30 Uhr abmarschieren. Das verspreche ich hier jetzt mal so. Und wer da ist, ist da. Wer von euch fehlt, kann hinterherrennen oder weinen. Jetzt will es auch jeder da drüben. Ja. Das waren die Punkte, die ich habe. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, kommt zu uns. Linus, hattest du noch was? Linus! Lorede! Lorede! Singen! Also zwei kurze, wichtige organisatorische Punkte. Charon, zwei wichtige organisatorische Punkte. Um 18 Uhr Charone und Lerz hier. Um 18 Uhr Kleriker da. 2004 habe ich zum ersten Mal die Klorede gehalten, weil es wichtig war. Weil irgendeiner von euch das Klo vollgeschissen hat. 2005 habt ihr gesagt, ich soll sie nochmal halten. 2007, glaube ich, habe ich dann Pantomime gemacht. 2009 habe ich euch mit Klopapier beworfen. 2010 habe ich ein Gedicht geschrieben. Singen! Klappe! Ich kann nicht singen. Ich habe das gesagt und Heike meinte, ein Scheißlied mit Liebe vorgetragen kann gar nicht so kacke sein. Weiß, dass ich keine Gitarre spielen kann. Also habe ich letztes Jahr angefangen, Gitarre zu lernen. Natürlich nur für euch. Dabei sind rausgekommen zwei Akkorde. Damit habe ich dann ein Lied geschrieben. Das war scheiße. Dann passt's ja. Ich habe den Refrain genommen, um euch mitzuteilen, was so die Natur von Scheiße ist. Ich möchte euch bitten, unsere Klos sauber zu hinterlassen. Der Refrain ist ganz einfach. Ich drehe mich dabei um, weil es so peinlich ist, dass ich nur zwei Akkorde spielen kann. Nee, ich gar nicht, okay? Auf zu eins. Yeah. Nein.
Ist das jetzt ein Artefakt-Plektrum? Ja. Also vielleicht könnt ihr mitsingen. Ja. Acht direkt auf die Seiten. Es ist, ich finde es bringt es auf den Punkt. Also ich habe es zum ersten Mal gesungen vor 2 Tagen. Ja, ich bin ein bisschen schüchtern. Und also, ich habe es vor 2 Tagen das erste Mal getrunken. Ich habe es gesungen und 5 Betrunkene fanden es voll gut. Ja! Also, wir lügen nicht. Ihr könnt es auch 2 der Betrunkenen voll gut finden. Also ich singe jetzt wirklich nur den Refrain. Ja? Also. Gott, ist so scheiße. Wo ist der Korps der Chor? Ja, die es kennt. Kiwi, bitte. Ja. Denn Scheiße fällt immer nach unten. Scheiße fällt immer nach unten. Ich wär so gerne leer. Oh Gott. Mein Leben wär unbeschwert. Wie geht's weiter? Ah ja, genau. Ich hätte viele Banner. Viel geiler als den Runner. Scheiße fällt immer nach unten. Das Schöne ist, ich habe jetzt ja wieder ein Jahr zum Lernen, da lerne ich dann noch einen Griff. Oder A, der soll leicht sein. Und dann mache ich zunächst mal ein Lied auf den Charon und dann die Lehre und dann die Pestilenz. Die kommen natürlich ganz besonders schlecht weg. Also bitte lasst unsere Klos sauber, vielen Dank. Ich freue mich auf ein gigantisches Conquest auf euch. Wir haben keine Festung, die wir verteidigen müssen. Wir sind extrem flexibel. Und eine schöne Sache darf ich sagen, ich verspreche euch. Hier, jetzt. Eis? Ja, da kümmern wir uns auch gerade. Ja, versprochen. Ich hab's auf Video. Dass ich gesagt habe, wenn ich Geld verdiene und angestellt bin oder so ähnlich, ja, dann kriegt ihr das Eis. Ich hab nichts Arbeit, ich hab's versprochen. Kümmern um einiges. Du hast versprochen, nächstes Jahr gibt es spätestens. Ja, wenn ich einen Job hätte. Ich bin aber arbeitslos gemeldet, extra gerade deswegen. Also, mach eine Spende. Ach, genau. Was? Ah, gut. Also, ja, wir werden eine Schlacht gegen Kidstown kämpfen. Alles Vorsicht. Tiefenschuss mitnehmen. Wenn ihr euch rammen, chargen und dann stehen durch. Ja. Dieses Jahr werden wir jedes einzelne Lager angreifen! Zweimal! Denn ich bin wieder zurück! Ich gehe mit euch raus! Wir sind der Sturm! Wir sind der Sturm! Ich bin das Auge! Wir sind der Sturm! Wir holen uns die! Lager geht's. Das sind die SLs bzw. Crewmitglied der Kidstown! Jo, wir betreuen da hinten unsere Kinder. Ich weiß nicht, viele von euch haben es ja wahrscheinlich auf dem Plan auch schon gesehen. Wir würden uns riesig freuen, wenn auch dieses Jahr wieder mal ein paar Leute von euch vorbeischauen. Die Kinder sind immer mega dankbar dafür. Wir bringen ihnen schon bei, dass sie nicht zu tief knüppeln. Dann kommt sie jetzt zu sterben. Der macht das schon. Das heißt, wenn wir unten geknüppelt werden, darf er geknüppelt werden. Genau, die kommt noch. Ich möchte noch ganz kurz noch was anderes sagen. Wir sind auch öfter hier auf dem Gelände unterwegs. Das sind immer Teamer von uns dabei. Wir gucken, dass sie nicht irgendwo zwischen den Schlachtreihen landen. Falls ihr mal irgendwo unterwegs seid und seht Gruppe Kinder mit Teamern dabei, weißer Wappenrock, vorne drauf Elementsymbol, die haben auch Spielleitungsbefugnis, die Leute mit den Wappenröcken und so. Also nicht die Kinder. Also wenn ihr die seht, wir schauen, dass wir außen rum manövrieren. Falls es mal nicht funktionieren sollte, wisst ihr, vielleicht ein bisschen Abstand halten. Ansonsten freuen wir uns, mal ein paar mehr von euch auch bräuchten. Einmal am Samstag haben wir wieder Kinderschlacht. Diesmal, ja, da dürft ihr Kinderschlachten oder die Kinderschlachten euch, je nachdem, wie ihr euch anstellt. genau.
Also voll durchziehen. Wir uns einfach auf Sack. Eine schöne, gute Zusammenarbeit. Jupp! Also, lasst euch heute Lager und die Mädels zu mir!